Moin Leute und herzlich willkommen. So, nun sind wir bei Part 24 und heute geht es weiter, aber nicht mit dem Endgegner, sondern heute suchen wir die Kristalle. Heute machen wir mal die Kristalle, die fehlenden. Hoffen wir mal, dass wir alle zusammenkriegen. Vielleicht jetzt nicht in diesem Part, aber hoffentlich dann im nächsten. So, hier war natürlich noch was, wo ich nicht gemacht habe. Dann wollen wir mal. Oh. So. Somit haben wir hier auch den nächsten Kristall. So, dann wollen wir mal wieder zurück. Was macht der auf einmal hier? Glaubt ihr, er spinnt? Komm her. Und tschüss. Okay. Dachte, ich hätte die alle Geister besiegt. Offenbar wohl noch nicht. So, weil hier kann man nicht das Wasser nicht anmachen. So, jetzt. Da ist er auch. Der letzte Kristall in diesem Stock. Somit haben wir alle Konzertjuwelen in diesem Bereich. Oh, schon wieder Gegner. Warte mal, ich muss hier. Fahrstuhl. Aber ich habe den Buhu noch nicht hier in diesem Stockwerk. Machen wir die Geister alle mal weg. So, wo ist der große Geist? Und tschüss. So, dann wollen wir mal zum nächsten Stock. Würde ich sagen, bei B2 habe ich ja alle Juwelen. Da fangen wir mal B1 mal an. Gehen mal die Stockwerke systematisch durch, wo noch Juwelen fehlen. Weil ich weiß, da war noch einer am Fahrstuhl, ein Juwel, wo ich mich noch gut dran erinnere. Wo ich dachte, das hängt davon ab, dass man den Fahrstuhl hier irgendwie anders erstellen muss, aber es hat, glaube ich, nichts damit zu tun. So,
Dann wollen wir mal, wie viele Juwelen fehlen denn hier? Hier fehlen noch drei Juwelen. Hier kommt immer diese Vibration und ich verstehe nicht, warum ich diesen Buch nicht sehe. Und zwar hier haben wir ein Juwel, wo ich mich immer gefragt habe, wie man den eigentlich holt, aber dabei ist es so einfach. Der bekomme ich. Merken starkes Vibrieren hier. Oh je, das ist auch noch was, oder? Hier ist nicht auch noch ein Kristall, genau. Hier ist er! Hier war jetzt schon mal eine Spur vom Buhu. Oh, ein Herz. Was für ein Zufall. Ah, so macht man das schnell. Ah, ich habe mich immer gewundert, wie macht man das schnell? Oh mein Gott. Ah, wo ist der Buhu? Oh. Und tschüss. Wow, wir haben den ersten Buhu gefangen. Unglaublich. Den allerersten Buhu. So, dann würde ich sagen, dann holen wir mal den Edelstein daraus. So. Einer fehlt noch und der ist hier rechts am Fahrstuhl. Soweit ich weiß, war der hier drin. Genau, hier zwischen dieser Etage war der. Hier muss man einfach nur durchsickern mit Luigi und das war's. Somit haben wir auch im Keller alle Juwelen komplett. So, dann gehen wir mal in die nächste Etage.
Ich hoffe, dieses Laufen ist für euch nicht langweilig. Obwohl man es ja eigentlich ausschneiden könnte. Aber es ist ja ein Let's Play. Ich hoffe, ich bitte da um Nachsicht. So, Etage in der Lobby. Mal gucken, wie viel da noch an Kristalle fehlen. Ob wir vielleicht auch sogar eventuell den Buhu finden. Oh, hier haben wir sogar noch 4 Juwelen. So, hier haben wir auch schon den ersten, wo fehlt. Den man einfach so holt. Und hier merke ich schon eine Vibration. Genau, diesen Juwel da unten haben wir schon. Kannst mir nicht mithalten. Da ist er. So, gucken wir mal hier. Hier öffnet sich und da kommt das Juwel raus. Somit. Oh, hier ist er irgendwo. Habe ich schon. Ich merke die Vibration ganz stark, da ist hier irgendwo. Das Juwel habe ich auch. So, hier haben wir einen Kronleuchter. Hier braucht man natürlich die Arbeit von beiden. Hiermit haben wir auch schon das vorletzte Juwel. Hier ist er. Hier waren wir schon. Frage ist echt, wo ist... Ich merke immer auch die Vibration von diesem Buhu.
So, hier tut sich irgendwas. So, damit haben wir ja auch schon das nächste Juwel. Au, das ist ja schon das nächste Stockwerk. Das heißt, dann fehlt noch eins unten drunter. So, jetzt kommen wir natürlich in jede Menge Räume, wo wir noch nicht waren. Das bedeutet, dass ich dann nochmal hier unten eins suchen muss. Hier ist auch irgendwo noch der Buhu. So, gucken wir mal noch hier rein. Ah, wo sind die? Ich musste irgendwie die richtige Tonne finden, deswegen. Hier ist er nicht. Nein! Nein, 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 nein! Hier ist er nicht. Hier ist er auch nicht. Ein Edelstein fehlt noch hier. Jetzt. Hier ist er drin. Oho, wo bist du? Oh, hier ist noch eine Couch. Ah, hier ist der letzte Stein. Das muss gerade ein Kampf gegen Buhu sein. Gut, hat mich getroffen. Heiser. Komm her. Und tschüss. Oh. Nicht gedacht, dass es so gut läuft. Da haben wir schon beide Buhus. Beiden Stockwerken. So, nun kommen wir natürlich jetzt hier hin. Wie viele Kristalle fehlen noch hier? Zwei. Wo könnten die sich noch verstecken, die Kristalle? Oh. Haben wir was?
Stuhl? Ah, ein Geldgeist noch immer hier. Okay. Wow. So, gucken wir mal, ob ich den schon hab. Ja, den hab ich. Das war der Grüne. Fast, dass es hier nicht drin ist. Oh. Haben wir auch noch einen? Aua. Aber jetzt muss ich hier drin ist der Kristall. Ah, wir finden jetzt noch so viele Schätze. Oh nein. Gut, hier haben wir auch einen Kristall gefunden. Das heißt, hier kann schon mal nicht sein. Ah, zieh schon. Schon mal vom Geister. Komm, die Geister einmal wieder her, frage ich mich. Was ist das, ein Kristallgeist? Ja. Hab ich den schon? Ich weiß es nicht. Ja, den hab ich auch schon. Mann. Hier merke ich wieder ganz starke Vibrationen. Wo ist denn der Buu? Er ist in diesem Raum hier irgendwo. Ich merke immer noch die Fraktion. Ja, so wie es aussieht, ist der hier nicht mehr.
So, jetzt müssen wir aber noch einen einzigen Kristall finden, wie ich gesehen habe. Wo mag der sein? Hier haben wir ein Drehrädchen. Und hier haben wir den Kristall. So, das war der vorletzte. Kochen war ja, glaube ich, auch noch was, aber das Ding ist. Die. Was ist denn das? Okay. Mann, was ich hier noch alles entdecke, unglaublich. Da Hundi? Hier aber kein. Ist hier aber nichts drin, das runter. Ah! Hier sehe ich doch was. Oh mein Gott. Oh, hier habe ich auch alle Juwelen. So, liebe Zuschauer, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit der Juwelenjagd, dann schaltet zum nächsten Part ein. Ich freue mich auch auf euch und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denn!